Ja, Wettstreit der Elemente, der dritte und letzte Teil. Wir wollen uns die letzten drei Etappen durchschlagen. Wir nehmen nochmal das Team, das wir ja bereits in der Vorrunde hatten, aber Melantor habe ich jetzt das Kostüm vorerst ausgezogen, weil ich glaube, wir brauchen die Heilung schnell genug. Und wir haben morgen Lefay dazu genommen statt Atomos. Und wir werden jetzt die Gegenstände noch ein bisschen anpassen, was ich vorher schon wollte. Es fehlen beim vorigen Video die letzten 6 Sekunden. Wir haben sie einfach mit Bombenangriff weggemacht, die Gegner. Was wir diesmal mitnehmen wollen, sind auf alle Fälle mal Heiltränke. Eigentlich auch Gegengifte, aber ich will auch die Bomben nicht weglassen. Nein, wir werden es so probieren ohne Gegengifte. Wir werden gleich sehen, was rauskommt. Das Team ist kein Hochdamage-Team, habt ihr schon gesehen. Wir lassen mal den Jona mal gleich mal schießen und machen dann den Heiler auch bereit für den Einsatz, weil ich glaube, wir werden den bald brauchen. Christobal ist nämlich ein echt fieses Teil. Und wir haben keine Zeitstopper dabei. Ich möchte es so probieren. Und wir haben auch keine keinen Gegengifte mit. Ich denke, wir müssen es auch so hinbekommen. Items sind total wichtig, wie Hunter immer sagte. Aber ja, er hat auch ein bisschen Hang immer zur Übertreibung. Keine Ahnung, wie er immer auf sowas kommt. Es gibt ja die nach ihm benannten Hunter-Rollen, wir haben sie hier ganz rechts dabei. Morgen die Fee setzen wir jetzt noch nicht ein, weil der Biss sitzt noch der vorige. Wäre jetzt also vergeudet. Aber seht schon, Heilung können wir schon gut brauchen. Ne? Weiterhin bleiben wir jetzt schon im Fokus auf Boss. Sie mit ihren Blenden geht dann Mana abziehen und sie nervt auch ziemlich. Auf Anhieb fallen mir jetzt gar nicht so viele Gegner ein, die nicht nerven. Auch noch nicht so drüber nachgedacht. Die Bäumchen heben wir uns wieder schön zum Schluss aus auf, weil unser Team nämlich jetzt wirklich, wie ihr seht, nicht so das Mega-Damage-Team ist. Yuna und Sandschaden macht zwar schon ganz ordentlich Schaden, ich mache es auch okay, aber es sind halt keine Sniper, die jetzt also das reindonnern, was so die neueste Creme de la Creme der Helden kann.
Sie übrigens, die Runde jetzt vorher hatten, die Jade wird durchschnittlich eigentlich so als der schwächste aller Ninjas beschrieben. Das heißt, wenn ich nach Mika, den ich sehr schätze, der aber auch jetzt nicht oft irgendwo zu sehen ist, noch einen Ninja ziehe, dann wird es sehr wahrscheinlich sie sein. Bei meinem Glück. Schauen wir mal, was der Thomas hier macht. Meiner kommt ja nicht viel, der macht aber gut Schaden. Mit dem Hutmacher können wir ihm dann immer seinen Wiederbelebungsbuff klauen, wenn er ihn wieder drauf hat. Wir müssen den Hut nur dazu beleben. Und noch natürlich geladen bekommen. Das machen wir jetzt mit dem Chaossturm. Sollte das klappen? Ja. Noch können wir eh ein bisschen warten. Na, nutzen wir es. Vielleicht kommt ja eine Welle in Grün. Elementarsturm geht noch nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht, was wir da haben. Nein, natürlich nicht. Gut, das heißt, er hat jetzt dann wieder sein Wiederbleben oben. Stirbt jetzt und steht wieder auf. Heißt für uns, wir müssten ihn dann aufs Neue klauen. Wenn er ihn wieder hat. Nein, stopp, keinen Schaden mehr, raus, pfui. So, klauen. Und damit haben wir den auch. Atomos als Gegner kann sehr lästig sein auf der eigenen Seite. Ich habe ihn fertig gelevelt. Ist er leider nicht annähernd, das was als Gegner zeigt. Würde also auch ganz, ganz dringend mal einen Buff benötigen. So, Morgensbiss hat ihn erledigt. Endgegner in dem Fall. Robots, aber auch Schwierigkeiten. Ja. Leute, da haben wir wirklich eine Arschkombo als Gegner, das sage ich schon mal. Ganz hesisch. Werden dann schauen, bevor die Burschen dann die Frick auch geladen haben, dass wir ein bisschen Bomben reinwerfen. Dafür haben wir sie mit. Dann schauen wir dann mal, wie wir das hier runterbekommen. Das ist der Hutmacher, wie gesagt, welches Ziel. Stirbt gerne, also gerne wahrscheinlich nicht, aber oft. Und jetzt bomben wir sie mal einfach weg. So weit es geht. Wir nehmen 10 Bomben mit. Gut, das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Chaossturm haben wir auch noch einen.
Können wir mal auf irgendwas anderes schießen als am Hut machen? Nein, hey, der muss eh schon zu Alice. Was soll ich denn noch? So, sagt der Schlosser mit den zwei. Das heißt für uns, wir gehen jetzt in die letzten zwei Etappen und zum letzten Team. So, und da, ja, nehmen wir halt die, die wir uns für zum Schluss aufgehoben haben. Ja, und wir nehmen da jetzt aber auch entsprechend dann Items mit. Wie gesagt, wir können die vom Jagdhaus mitnehmen, die Sachen. Ne? Und schauen wir mal, wie es auf diese Art funktioniert. Ich nutze auch gleich mal den Schild, damit wir da mal einen gemütlichen Anfang haben. Geht dann gleich mit der Jade los. Ist jetzt nicht der allergefährlichste Gegner für uns. Das Titanenschild reflektiert sämtlichen Schaden, der auf den mittleren drei Helden reinkommt, lässt also keinen durch. Das ist kein Gegenschlag, sondern es ist wirklich ein Reflektieren. Den Farbschwächer, danach dann Frick und dann nach Kalilin. Cool, ja, es geht. Und mit dieser Ausweicherei, ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich oft Probleme. Ja, jetzt haben wir beim Atomus die Situation. Diesmal können wir ihm leider den Wiederbelebungsbuff nicht stehlen. Aber so viel Gutmacher habe ich auch nicht. Hält. 5 Züge, Mann. Nervig. Ich glaube nämlich nicht, dass wir genug Schaden mit haben, dass wir ihn jetzt einfach wegknallen. Aber mal testen. Ah, kommt sofort wieder zum Einsatz. Das machen wir voll. Wieder beleben. Also, dieselbe Kacke von vorne. Dann schießen wir da jetzt ein bisschen am Rand vorbei, bis so ein blöder Buff weg ist. Gar nicht so einfach. Drei, wie man gesagt, 5 Runden sind es, glaube ich. Treffen sollten wir nicht. Und noch einmal. So, jetzt muss er weg sein.
Ja, und damit haben wir den Atomos auch erledigt. Wird wahrscheinlich dann in der letzten Runde wieder irgendwo als Zwischengegner sein. Das heißt, da haben wir dann dasselbe Spielchen nochmal. Ist ausgewichen, sehr praktisch. Stumm ist sie aber auch jetzt. Und können wir dann ja wegzaubern nach der Runde. So, Frick trifft alle, das heißt, wir machen nochmal ein Titanenschild auf die mittleren drei und Frick sollte sich ordentlich selber Schaden zufügen, das müsste klappen. Und die Zwärmerin trifft sie natürlich, wenn das Ausweichen nicht klappt. Sonst hat es gut funktioniert. Wie gesagt, Leute, wenn ihr, besonders wenn ihr euch schwer tut, nehmt die Gegenstände zum Beispiel aus dem Jagdhaus. So oft könnt ihr sie eh nicht irgendwo verwenden, ja? Es wäre schade drum. Im Spiel habt ihr sie, nutzt sie. So, jetzt machen wir noch auf die Gegner den Zeitstopper. Das heißt, drei Züge lang kein Mana und dass das sie jetzt schon haben, ist sowieso weg. Und in diesen drei Runden müssen wir jetzt versuchen, so viel Schaden wie möglich anzubringen. Und Rotz noch da drüben. So. Also ihr seht schon, diese Gegenstände können euch richtig eine große Hilfe sein. Die geben ganz schön viel her. Alleine Zeitstopper nimmt die Gegner für mindestens drei Runden eigentlich komplett aus dem Kampf. Hier nutzen wir jetzt aber keinen Gegenstand mehr, den machen wir so weg. Ja, und dann geht es auch schon in die letzte Runde. Ich hoffe, es geht sich zeitmäßig aus. Mehr als 26 Minuten geht bei einem Video nicht. Das heißt, wir legen auch sofort los. Und wir starten auch gleich mit einem Hurricane, dass wir mal ein bisschen Druck machen. Wir haben natürlich jetzt wieder diesen dämlichen Atomos. Da nutzen wir es diesmal aber einfacher, nehmen wir den Zeitstopper, weil ich habe da keinen Bock drauf, mich da jetzt 15 Runden da mit seinem blöden Wiederauferstehen zu ärgern. Ja. Yeah.
Blenden von Foxy kann er ja wegmachen. Ihr seht schon, ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu spielen, dass wir es in der Zeit herkriegen, die mir am Handy der Videorekorder also ermöglicht. Und das sind nur 26 Minuten, das sind bei Minute 21. Ja, vorletzte Welle, ein Cristobal, ohne der Gegenstände wäre ich jetzt nicht annähernd so schnell, ja? Also es die bringen wirklich etwas. Ihr braucht nicht Unmengen vergeuden, keine Frage, ist mir klar. Aber die sind gut. So. Oh, Gegner sind schon fast tot, ne? Ich sage euch schon mal danke fürs Zuschauen. Ihr seht also, wenn ihr Schwierigkeiten habt, auch wenn das jetzt mit 5000, weiß nicht, 500 angegeben ist oder so, nehmt die Items mit, für das sind sie da. Ja, wäre schade, wenn nicht. Wir haben den Wettstreit der Elemente geschafft. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.